Zum dritten Mal ging es für zahlreiche Kinder in den Wolfsbau. Gemeint ist damit die Stadthalle in Weißenfels. Die AOK war zusammen mit den Wölfen am 28. März präventiv tätig. Heute findet ja zum dritten Mal das AOK-Jugendcamp statt hier in Weißenfels. Wir haben eine Kooperation mit dem MBC und wir als AOK. Und das ist, das konnte man heute schon sehen, eine lebendige Kooperation. Wir sind mit dem MBC ja regional hier auch sehr verwurzelt in Mitteldeutschland. Und wir haben auch gemeinsame Ziele, nämlich die Gesundheit von Kinder und Jugendlichen zu erhalten und vor allen Dingen auch die Stärkung des regionalen Sports. Und wenn man das in so ein Event packen kann wie heute, wo die Kinder ja mit Spaß und Freude dabei sind an dem Thema Bewegung und auch gesunde Ernährung heute nochmal in der Mittagspause, dann denke ich, haben wir auch einen wichtigen Auftrag, nämlich unseren Präventionsauftrag, damit zumindest mit einem Puzzlestück auch erfüllt. Wir machen das, weil die AOK unser Gesundheitspartner ist und für uns ist ganz wichtig, auch Kinder und Jugendlichen zu vermitteln, dass Gesundheit und Sport zusammengehört. Und da sind wir, denke ich, ein sehr guter Botschafter mit unseren Profis heute. Über 130 Kinder. Wir freuen uns, dass wir heute einen schönen Ferientag gestalten dürfen. Die Kinder sind hier mit Herzblut dabei und es gibt nichts Schöneres, als den Kindern eine Freude zu machen und dabei eben aber auch noch Gesundheit zu erleben. An 10 Stationen ging es rund um Bewegung und natürlich Basketball. Die Profis des MPC arbeiteten mit den Kindern. Ich hoffe, sie machen es gerne, aber das ist natürlich Teil ihrer Arbeit als Profi. Ja, als Profi müssen sie natürlich den MPC repräsentieren und das ist heute eine ihrer Aufgaben, aber sie haben sehr viel Spaß, so wie es ausschaut. Und die Idee kam von der AOK. Wir haben im Rahmen unseres Präventionsauftrages, was ja alle Krankenkassen auch haben, suchen wir starke Gesundheitspartner und Sportvereine im Allgemeinen, aber eben auch hier der MBC ist ein starker Partner und darum sind wir diese Verbindung eingegangen und das ergänzt sich auch in hervorragender Art und Weise. Und wo können Kinder schon zum Beispiel auch heute hier so nah an die Profisportler der Wölfe rankommen? Selbst wenn die Verständigung oft nonverbal stattfand, es war ein internationales Flair. Ich glaube, im Sport geht es nicht darum, ob man gut Deutsch oder Englisch spricht. Das ist ja auch ein Vorteil, den Basketball hat, dass wir einfach vermitteln zwischen verschiedenen Kulturen. Wir in der Mannschaft müssen auch mit verschiedenen Sprachen und Herkünften zurechtkommen. Und das ist auch ein Bestandteil des heutigen Camps, dass wir eben nicht nur deutsche Spieler hier haben, sondern dass die Kinder auch mit Spielern umgehen, die aus Amerika kommen, aus Serbien kommen, aus Litauen kommen. Und ich denke, es wird ein toller Tag für alle Beteiligten heute. Auch noch ein besonderer Höhepunkt. Alle teilnehmenden Kinder heute hier am Jugendcamp können am Heimspiel, was am 8. April stattfindet, auch teilnehmen und werden dann tüchtig unsere Wölfe anfeuern. Und ich hoffe, es gibt einen Sieg. Doch wie wirken sich solche Aktionen langfristig aus? Also es ist natürlich schwierig, das immer in ganz konkreten wissenschaftlichen Zahlen auszudrücken. Aber die AOK hat zum Beispiel ein wissenschaftliches Institut, WIDO nennt sich das. Und WIDO macht natürlich auch über unsere Präventionsangebote regelmäßige Untersuchungen und Evaluationen, wo dann auch nachgewiesen wird, dass das auf jeden Fall auch für eine gesunde Lebensweise mit dazu beiträgt. Und insofern ist die Nachhaltigkeit dieser Präventions- und Gesundheitsangebote sehr wichtig. Und es ist auch nachweisbar, dass das positiv sich auswirkt auf eine gesunde Lebensweise.